Wir sind hier im Hotel Imperial in Wien und ich freue mich jetzt sehr auf Schauspieler Mario Adorf. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Herr Adorf, wenn ich Interviews mit Ihnen sehe oder Interviews von Ihnen lese, wenn Sie über Ihr Leben erzählen, was alles geschehen ist von Ihren Filmen, auch im Privatleben, ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass für Sie im Leben das Glas immer halb voll ist und nicht halb leer. Täuscht mich der Eindruck oder stimmt das ein bisschen? Das würde ich schon sagen. Ich bin eher positiv eingestellt. Obwohl im Allgemeinen gebe ich auch mal so einen kleinen Pessimismus vor, aber immer in der Hoffnung, dass ich Unrecht habe. Und woher kommt denn das, diese positive Lebenseinstellung? Wissen Sie das? Weil es ist ja schon ein großes Kapital, finde ich. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie man leben könnte oder wie man richtig oder gut oder angenehm leben könnte, wenn man eben nicht dieses positive Gefühl hätte. Also Lebensfreude ist ein Wort, nicht Lebenslust, nicht? Weil die Lust am Leben, die ist da immer da gewesen bei mir und wird auch nur langsam weniger. Mhm. Sie sind ja viele, viele Jahre in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen auf den Bösewicht festgelegt worden, obwohl Sie eigentlich gar nicht so viele böse Rollen gespielt haben. Woran liegt denn das eigentlich? Ja, das ist ein Klischee, das man gerne anheftet. Wenn es einmal bequem da ist, dann wird es dann weitergetragen, obwohl es, wie gesagt, nicht wirklich stimmt. Mhm. Ich habe nicht so viele Bösewichte gespielt. Obwohl ich das auch nie bedauere oder ich habe das also nie übel genommen, sondern ich habe gerne böse Rollen gespielt, weil die auch für jeden Schauspieler, der vom Theater kommt, sind die bösen Rollen dankbarer als die guten. Nicht? Der Iago ist dankbarer als der Othello im Allgemeinen, nicht immer. Aber sonst ist natürlich der Franz Moor und wenn man die ganzen Klassiker durchgeht, sind die bösen Rollen die attraktiven Rollen, nicht, die man der Schauspieler gerne spielt. Weil es eine größere schauspielerische Herausforderung ist oder warum sind die bösen Rollen so interessant dann? Naja, das Gute neigt ja gleich auch zum Langweiligen, nicht? Also das, wenn ein guter Mensch ist und immer nett ist und lieb ist, dann ist er auch leicht langweilig. Der Böse ist hat Überraschungen bereit und ist also eigentlich nicht langweilig, sondern spannend. Und deswegen macht der Schauspieler das lieber. Und was ich ja bei Ihren Rollen immer so toll gefunden habe, ist, ich glaube, dass es Ihnen wichtig ist, zu zeigen, dass das Böse nicht immer nur böse ist und das Gute nicht immer nur gut, dass es immer so eine Ambivalenz ist. Das ist richtig. Also erst einmal ist meine Einstellung immer gewesen, dass wir das Böse nicht ausklammern können oder nach außen geben können. Also wenn man sagt, er ist unmenschlich oder außerhalb der Gesellschaft und so weiter, er ist kein Mensch oder das ist ganz falsch. Ich glaube, das Böse gehört genauso gut zu uns wie das Gute. Mhm. Nicht? Deswegen soll man da nicht, habe ich immer das so gesehen, dass man auch die bösen Rollen habe ich immer versucht, irgendwo zu erklären. Warum ist der Mann böse? Nehmen Sie eine Rolle wie Via Mahler, nicht? Mhm. Dieser böse Lauretz, nicht? Dann fragt man sich, warum ist er böse geworden? Ist er böse auf die Welt gekommen? Da gibt es nicht so viele, die böse auf die Welt kommen. Die Umstände kommen dazu und das muss man eben zeigen. Und dann noch eben vielleicht immer aufzeigen, warum ein Mensch eben nicht wirklich so böse ist oder war. Ein ganz interessantes Beispiel ist, ich habe ja meine Karriere, wenn man so will, begonnen mit der Darstellung eines Massenmörders. Bruno Lüttke, das war also ein Film, Nachts, wenn der Teufel kam. Also ein Mann, der eigentlich als Bestie hingestellt wurde, ein Lustmörder, ein Massenmörder. Und ich habe den auch allerdings gar nicht so gespielt. Ich habe ihn gespielt als einen Geisteskranken, einen kranken Menschen und so weiter. Was kommt heraus? Viele Jahre nach dem Film oder schon wurde immer gemunkelt. Man hat inzwischen festgestellt, dass dieser Bruno Lüttke, dieser Massenmörder, niemanden umgebracht hat. Eine reine Fiktion der Nazis damals gewesen, ein SS-Kommissar, hat diesen etwas geistesschwachen Mann dazu gebracht, Morde zuzugeben, die er nicht begangen hat. Mhm. Nicht?
Ich müsste mich also, wenn ich jetzt den wirklich böse gespielt hätte, müsste ich mir große Vorwürfe machen. Mhm. Nicht? Denn ich habe einen Menschen eigentlich falsch, da hätte einen Menschen falsch dargestellt. Mhm. Und da hat man auch vielleicht sogar eine gewisse Verantwortung. Mhm. Und das ist auch nie recht zurechtgerückt worden in der Öffentlichkeit, weil das interessiert dann schon niemanden mehr. Nicht? Man blickt ja auch wirklich ein wenig sanfter dann auch auf schwierige Charaktere, wenn man einfach weiß, wie es entstanden ist. Man kann es dann einfach nachvollziehen und dann hat man nicht mehr so einen harten und vielleicht urteilenden Blick auf einen Menschen. Absolut, ja. Und das war immer meine Sicht, eben am Grau auch die bösen Rollen auch, nicht immer das Menschliche zu zeigen und vielleicht auch umgekehrt bei den guten Menschen auch das, die böse Seite oder die nicht so ganz saubere Seite zu zeigen. Nicht? Jetzt haben Sie ja in Ihrer Karriere mit ganz vielen berühmten Schauspielerinnen gedreht, wie Sophia Loren oder Claudia Cardinale, und um diese Zusammenarbeit werden Sie ja bis heute von vielen beneidet. Würden Sie sagen, ist das eine Zusammenarbeit gewesen, die beneidenswert war? Oder sagen Sie, naja, so wie man sich's vorstellt, so toll war es gar nicht? Beneidenswert würde ich sagen, nein. Interessant würde ich sagen, ja. Mhm. Es ist immer interessant, einen großen Star zu treffen, Sophia Loren. Aber sie war eine außerordentlich professionelle Schauspielerin. Vorbereitet bis ins Letzte, von einer großen Disziplin, konnte den Text Wochen vorher auf Italienisch damals und Englisch, wir haben zweisprachig gedreht. Mhm. Also sie ist morgens um 5:30 oder was, oder noch, vielleicht noch früher ins Studio gekommen, jeden Morgen, und hat sich dort geschminkt und vorbereitet, bis dann um 8:30 sowas die Dreharbeiten begonnen haben. Also sie war... Aber wie gesagt, es ist nicht jetzt, dass man sagt, dass es beneidenswert wäre, denn sie ist schon auch schon sehr streng, sozusagen auch nicht. Ich habe einmal am Samstag sie angerufen, wegen einer Szene am Montag, und da war ich irgendwas mir nicht klar, und da war sie ganz entsetzt. Du kannst den Text noch nicht, es ist Samstag, am Montag drehen. Nicht? Also wow. Sie war schon sehr streng, nicht? Und sonst natürlich immer noch die wunderbare Frau, die allerdings auch sehr höchst professionell morgens ins Studio kam und jeden Beleuchter auf der höchsten Brücke oben irgendwie begrüßte. Hallo, guten Morgen, alles wunderbar, das alles musste so sein. Und als ich mit ihr die ersten Fotos machte, setzte ich mich neben sie auf eine Bank, nicht, und sie neben sie, und dann sagte sie, diese Seite bitte, machte sie. Oh, dann bin ich dann rumgelaufen, weil sie, das war dann eben ihre gute, sie wusste genau Bescheid, aber das ist schon eher beeindruckend, als, sagen wir mal jetzt, ungeheuer reizvoll, nicht? Jetzt würde ich gerne mit Ihnen über einen Satz sprechen, den Sie in ganz vielen verschiedenen Variationen immer wieder mal gesagt haben. Und zwar heißt der ungefähr so, dass in einer Beziehung nach dem ersten Seitensprung die Beziehung erst überhaupt beginnt. Können Sie das konkretisieren? Wie meinen Sie das? Das habe ich sicher mal schon gesagt, ja. Weil ich fand oder finde auch, oder fand sehr oft, dass junge Paare, nicht, die also kaum verheiratet waren, ein paar Jahre, vielleicht 2 oder 3 Jahre, und dann auf einmal kam dann irgendein Seitensprung raus und es war dann die Scheidung. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Überreaktion ist. Nicht, dass man sich zusammensetzt, dass man verstehen soll, warum ist es passiert? Mhm. Was hast du falsch gemacht, dass das passiert ist? Oder was kann man besser machen? Aber ich finde, wie gesagt, eine Beziehung, wenn sie wirklich also tief ist, eine Liebe ist und nicht nur ein Verliebtsein, nicht, die verdient es auch, dass man sich damit auseinandersetzt. Nicht? Und ich bin ja seit, darf ich sagen, 50 Jahren mit der gleichen Frau, erst seit 35 verheiratet. Mhm. Ich hatte mir allerdings auch lange Zeit gelassen. Das gehört auch vielleicht dazu, dass man genau weiß, es müssen nicht, wie gesagt, viele Jahre sein, wie bei mir, aber doch zumindest eine Zeit des Ausprobierens, bis man sicher ist und so weiter. Oft wird dann zu schnell geheiratet und zu schnell geschieden. Und das finde ich eben, fand ich immer ein bisschen schade. Das meine ich damit. Nicht die Verteidigung von etwas Unmoralischem oder so, nicht? Durchaus nicht.
Nicht, ein Seitensprung ist sicher nicht so leicht zu nehmen, aber er ist nach meiner Meinung aus der Welt zu schaffen. Aber wenn Sie sagen, wenn die Liebe groß genug oder stark genug ist, heißt das dann auch ein bisschen eventuell einen Seitensprung dann zu verschweigen, wenn man einfach weiß, was es anrichten könnte, wenn man sagt? Ich würde auch da sagen, wenn die Verletzung zu groß wird, kann auch wahrscheinlich Verschweigen besser sein. Einfach, wenn man den anderen nicht so verletzen will. Nicht? Diese ganz totale Offenheit, nicht, also die immer die Wahrheit sagen, ist ja auch im Leben, ist ja nicht nur in solchen Gelegenheiten, nicht, also Seitensprung und so, sondern überhaupt grundsätzlich ist ja immer gefährlich, immer die Wahrheit zu sagen. Nicht? Es gibt Notlügen, es gibt, man soll Verständnis haben, nicht? Und dann manchmal ist eine gnädige Lüge besser als die brutale Wahrheit. Mhm. Aber kennen Sie sowas wie Eifersucht? Oder kannten Sie sowas wie Eifersucht? Ja, hat sich's verändert? Ich kann mich erinnern, in meiner ganz frühen Jugend, aber ich fand die Eifersucht immer eine ganz schreckliche Eigenschaft und habe wirklich versucht, sie sozusagen aus meinem Leben rauszuhalten. Und es ist mir, muss ich sagen, auch weitgehend gelungen, ja. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht immer ohne Eifersucht war, nicht? Aber ich habe sie nicht gehegt. Ich habe sie nicht geliebt, ich habe sie verachtet. Ich wollte sie nicht. Mhm. Jetzt haben Sie Ihren Vater, wie ich gelesen habe, in Ihrem Leben nur einmal relativ kurz getroffen. Und das dürfte auch, glaube ich, eine sehr, sehr sprachlose Begegnung gewesen sein, weil er konnte kein Deutsch und Sie konnten damals noch kein Italienisch. Richtig. Haben Sie sich eigentlich gefragt, was wäre gewesen, wenn Sie miteinander hätten sprechen können, ob dann mehr entstanden wäre vielleicht? Ja, das ist, habe ich mich schon gefragt. Nicht? Vor allen Dingen, als ich dann mal Jahre später Italienisch konnte. Und wo ich dann noch gesagt hätte, man hätte doch vielleicht sich etwas zu sagen gehabt. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis, er ist früh gestorben, mein Vater. Und ich weiß noch, dass ich es an seinem Grabe sozusagen nicht bedauert habe, dass wir nicht miteinander reden konnten und dass wir uns nicht mehr besser kennengelernt haben. Ich kannte dann eine seiner Töchter, also eine Stiefschwester, mit der ich ein sehr wunderbares Verhältnis hatte, die mir auch sehr viel dann über meinen Vater erzählt hat. Das heißt, Sie haben quasi Ihren Vater über die Halbschwester einfach noch einmal neu kennengelernt? Neu kennengelernt, ja, und verstehen gelernt. Weil ich wusste vorher sehr wenig über ihn. Meine Mutter sprach nicht über ihn, das war kein Thema. Oder ganz wenig. Mhm. Es war eigentlich nur, dass sie mir klar machte, dass ich nicht irgendjemand irgendwo aus irgendeiner Ecke kam, wo man sich hätte schämen müssen, sondern sie sagte, nein, dein Vater war das und das und das, nicht wahr? Also, dass ich keinen Komplex hatte oder so, nicht wahr? Lieber Herr Adorf, was wünsche ich Ihnen? Noch ein paar Jährchen oder so, ja. Aber ich habe gerade einen 100. Geburtstag mitmachen können, sozusagen. Und da habe ich allerdings gesagt, so alt will ich nicht werden. Dann wünsche ich Ihnen noch ein paar Jährchen, wie Sie sagen, und bedanke mich sehr fürs Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön auch.